Falls du aus Leipzig oder Umgebung kommst, hast du vielleicht schon mal im Heiner See gebadet. Gleich nebendran wurde letztes Jahr der größte PV-Park Deutschlands gebaut. Und weil das eine ziemlich große Sache ist, möchte ich euch davon erzählen. Denn in diesem neuen Format geht es um die Dinge in Sachen Klima- und Energiewende, die jetzt schon so richtig gut laufen und es leider oft nicht in unsere Nachrichten schaffen. Mitten in einer Medienwelt, die von Krisen und Panik beherrscht wird, bekommt ihr hier ab sofort regelmäßig kleine Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten, die euch konkrete Beispiele geben, dass der Wandel schon längst begonnen hat. Und von diesen Geschichten und den Menschen dahinter gibt es viel mehr, als du vielleicht denkst. Unser Job dabei ist, diese Geschichten zu finden und leichtgewichtig für euch aufzubereiten, und ihr könnt helfen, indem ihr sie verbreitet und so zu ihrer Wirkung beitragen. Die Videos, die ihr hier gewohnt seid, gibt's aber weiterhin. Dieses Format soll euer Gegengift gegen Panik und lähmende Schlagzeilen sein und stattdessen radikalen Optimismus stiften und motivieren, mit anzupacken, um unsere Erde lebenswert zu halten und vielleicht sogar noch etwas lebenswerter zu machen. Hier kommt euer erster Happen Hoffnung in deutlich unter 2 Minuten. Schau dir das da mal an. So sieht ein Braunkohletagebau aus, der sich über Jahrzehnte in die Landschaft hineingefressen hat. Das ist übrigens so 10 Kilometer südlich von Leipzig. Und diese Seen, wie der recht bekannte Heiner See, sind im Endeffekt die Löcher, die da rausgegraben wurden. Aber jetzt passiert das da. Und damit wird gerade ein ehemaliges Abbaugebiet für Kohle zu einem Symbol für die Energiewende. Mit über 1,1 Millionen Solarmodulen und ganz ohne staatliche Förderung wurde hier letztes Jahr Deutschlands größter Solarpark gebaut. Wie wurde das möglich? Was bedeutet das für unsere Zukunft? Und was heißt denn eigentlich 1,1 Millionen Solarmodule konkret? Also, der Solarpark erntet pro Jahr 650 Gigawattstunden Strom aus der Sonne. Das ist ungefähr so viel, wie alle Privathaushalte in Leipzig im Jahr verbrauchen. Und das aus einem einzigen Solarpark und vor allem ohne Zeug aus dem Boden buddeln und anzünden zu müssen. Und was das Ganze auch zeigt: diese Orte mit überholter Infrastruktur können auf neue, nachhaltigere Weise wieder genutzt werden. Für uns und kommende Generationen. Neben dem offensichtlichen Fakt, dass in einem ehemaligen Braunkohlerevier ein moderner Solarpark entstanden ist, ist bei diesem Projekt noch was anderes besonders. Laut den Betreibern kommt es ganz ohne staatliche Förderung aus. Der Übergang zu erneuerbaren Energien ist also nicht nur notwendig, um unsere Klimaziele einzuhalten und unsere Lebensgrundlagen zu sichern, sondern auch einfach wirtschaftlich rentabel. Übrigens sieht man das auch global. Weltweit ist zum Beispiel der Zubau fossiler Kraftwerke in den letzten 15 Jahren von 74 auf 13% gesunken. Fossile Kraftwerke werden gerade zur Nische und das ist richtig, richtig gut. Ein Solarpark, der zeigt, wie wir in Deutschland die Energiewende schon heute erfolgreich meistern, ohne Kohle, ohne Emissionen, aber mit ganz viel Hoffnung auf eine nachhaltigere Zukunft. Ich will noch mehr Geschichten wie diese sehen. Was denkst du, wo wären noch geeignete Orte für solch große Solarparks? Und was haltet ihr von diesem Format? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Neue Abonnenten sind auch immer sehr gern gesehen. Aber am allerwichtigsten, erzählt jemanden davon, der etwas Optimismus nötig hat. Nächstes Mal geht es um die Speicherrevolution in Deutschland. Das ist viel krasser, als die meisten Menschen denken.